Wow, was haben wir da? Gesundheitssport. Der Begriff Gesundheit ist viel weiter, als man eigentlich erwartet. Also mindestens schlafen, Schlafhygiene, guter Schlaf ist nachher auch einleuchtend, besonders wenn man weiß, dass Schlaf im Grunde genommen auch wirklich so eine Ruhe- und Reparaturmodus beinhaltet für den Körper, nicht nur den Geist ausmacht. Da passiert viel mehr. Und da gab es vor 20, 30 Jahren noch nicht so viele grundlegende Informationen. Aber da kommt mehr. Also das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Das ist auch von der WHO empfohlen als als Grundbaustein im Fitnesskonzept. Also über Schlaf zu reden, sich Gedanken zu machen und dann auch wirklich eine eigene Schlafhygiene einzuhalten, sich überhaupt vorzunehmen, ist ziemlich wichtig. Also Schlafdefizit in unserer Zeit, man muss einmal alles fertig machen und hat keine Zeit und so, dann kannst du auch nicht schlafen. Und nicht gut schlafen, reduziert die Leistungsfähigkeit, dann schaffst du noch weniger, also kommt man schnell in so einen Teufelskreis. Also Schlaf ist, wichtig. Können wir auf der Wiese nicht machen. Auch in dem Video jetzt, ich habe keine Lust, da so lange zu referieren, aber schlafen ist wichtig. Macht euch Gedanken darüber. So viel zumindest, das, was ihr am Tag erlebt, wird auch nachts verarbeitet. Man merkt das, wenn man meditiert, also sich ein bisschen mehr mit sich selber beschäftigt, also den quasi sich selber wie unter Laborbedingungen betrachtet, kann man das so nennen. Auf jeden Fall merkt man das. Also wenn ich aufwühlende Filme gucke, dann verarbeite ich das und so weiter. Und die Auseinandersetzung mit diesen Gefühlsgeschichten ist wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall hat all das, was ich erlebe, Einfluss auf meinen Schlaf. Zu wenig Schlaf, wie gesagt, reduziert die Leistungsfähigkeit. Ein Teil vom Fitnesskonzept, also Gesundheitssport, gehört dazu. Essen, Nahrung ist irgendwie auch einleuchtend. Wenn ich mich andauernd von nicht so guter Nahrung ernähre, manche Leute müssen das. Also je weniger Geld ich habe, umso schwerer wird es auch. Es gibt zum Glück jetzt langsam auch in den preisgünstigen Supermärkten Bio-Obst. Und man muss sich dann aber eben mit Nahrung auch beschäftigen. Und viele Leute, die haben keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. Also die beste Variante ist halt, dieses Problem einfach mit Geld zu erschlagen. Ich kaufe nur noch Bio. Machen wir. Also wir machen das. Also wir fahren nicht in Urlaub und wir sparen sehr viel Geld durch eben kein Auto und so weiter. Und das ist eins der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Also zu sagen, wir können uns das gerade so leisten, also auch zu der Zeit, als wir wenig Geld hatten. Dann habe ich halt nur Mohrrüben gekauft und Kartoffeln. Beides Bio im Billigsupermarkt. Gab es. Mit Salz und Pfeffer zusammen. Tolle Sache, schmeckt super. Aber jetzt ist dann halt nichts Teures. Aber kann schmecken. Zwiebeln waren auch noch drin. Auf jeden Fall, man kann sich auch gesund ernähren mit wenig Geld. Es ist aber schwer. Es ist wirklich schwer. Also, wenn ich von Sozialhilfe, von Hartz IV leben muss und dann bio gesund, das ist echt hart. Also das ist nichts, da kann man nicht sagen, ernähr dich gesund, das geht so nicht. Aber die Auseinandersetzung damit, was Nahrung überhaupt ist, führt zu einem ganz anderen Ansatz. Also man ist groß geworden mit so einem mechanischen Weltbild vom Körper. Da kommt Nahrung wie Benzin rein, wird verbrannt und dann läuft er.
das, was man isst, wird in seine nicht nur ganz Bestandteile zerlegt, auf jeden Fall das, was du isst, wirst du. Also die Teile, die da auf dem Teller sind, sind nachher dein Körper. Das ist ein anderes Konzept, als zu sagen, das verbrennt irgendwie und ist dann weg. Das, was du isst, wird dein Körper. Dann bin ich vorsichtiger mit dem, was ich esse. Und dazu gehören eben solche Geschichten wie Zucker. Das ist mittlerweile allgemein bekannt. Das wird ja auch versucht, irgendwie als Aufdruck auf der Nahrung und so. Zu viel Zucker, das ist sogar von der Bundesregierung ja angegangen. Also Zucker, man kann das mitkriegen. Wenn man aufmerksam süßes Zeug isst, und ich bin so ein Mensch, ich mag gern Süßes eigentlich, dann merkt man sofort den Effekt davon. Wenn man da genau hinspürt, dann merkt man, dass das eigentlich eine sehr gefährliche Sache ist. Das ist überhaupt nicht hübsch. Also so ein Herzrasen, und dann so ein leichter Schub und danach ist man quasi down, auch leistungsfähig nicht mehr. Der Körper ist darauf angelegt. Also die ganze Nahrung, alle Früchte sind seit Jahrhunderten darauf gezüchtet, in erster Linie auch zuckrig zu sein. Die meisten sind von Natur aus, also diese uralten Geschichten sind gar nicht so süß. Bloß wir sind darauf geeicht, süß ist gut, und weil es das in der Natur nicht so oft gab. Und jetzt ist das meiste eben einfach zu überzuckert. Selbst das Bio-Obst ist eigentlich viel zu süß. Von daher fällt es zuckerarm zu leben schon mal schwer. Also ist ein einziger Bestandteil, ist dieser Zuckerkram. Alleine das wegzulassen, in vielen Trinken ist Zucker drin, weil einem das schmeckt. Also es ist einmal ein Abgewöhnen in Stufen, kannst du hier von 0 auf 100 einfach, also von 100 auf 0. Das muss auch schmecken. Ne? Also man muss Spaß daran haben, das zu essen, was man da isst. Und das ist auch nicht von heute auf morgen, es ist nur halt eine Überlegung. Dann zu sagen, wenn man das erfahren hat, also das ist immer wichtig, es ist einem logisch plausibel, aber man muss auch negative Effekte dann bei sich spüren. Also ich habe Kuchen gerne gegessen und dann esse ich Kuchen, merke, was das in meinem Körper ausmacht. Und sage, okay, dann möchte ich gerne was machen. Also das soll nicht so bleiben. Und dann kann man eben die Zuckerarten ausprobieren. Wir benutzen jetzt sehr wenig, aber wenn überhaupt, dann roher Zucker. Also nicht raffinierten, noch nicht mal den Zucker. Aber davon auch mittlerweile ziemlich wenig. Aber das ist ein langer Prozess, der hat jetzt 10 Jahre. Also das muss nicht von heute auf morgen sein, aber die Auseinandersetzung mit Nahrung, was tut mir gut, und zwar eben nicht diesen Affengeist, was tut mir gut, der sagt, Zucker ist toll. Nee, man muss mitkriegen, ah, das ist der Affengeist, der ist von allem Glitzernden und Springenden und gut und schlecht und so, davon ist er begeistert. Also dass man deswegen Meditation. Sonst ist man immer von dem abhängig, ist wie ein Spielball. Also dieser Affengeist, der von allen Krempel angezogen wird, ist halt bei den meisten Leuten im Vordergrund. Bei mir auch, ich muss da auch aufpassen. Also das Leben wird nicht fade davon. Es ist halt intensiver. Und man lässt sich eben von den Glasperlen nicht mehr so anziehen, sondern kann entscheiden und kann sagen, dass diese Freude hat keine Substanz. Ich möchte mir guttunende Freude haben. Also ihr könnt leben, wie ihr wollt. Es ist halt nur so eine andere Herangehensweise an die Geschichte. Also was hatten wir eben zum Beispiel, den Körper nicht als Maschine zu betrachten, die einfach mit Nahrung am Laufen gehalten wird, sondern die Nahrung wirst du. Und das ist kein esoterischer Krempel, sondern das ist naturwissenschaftliche Realität. Und das ist dummerweise bei vielen diesem in Anführungsstrichen esoterischen Kram,
leider so, dass vieles, was man als Esoterik abtut, biologische, physikalische Realität ist. Also dem entspricht, was wir wissenschaftlich zurzeit wissen. Von daher darf man das mit der Spiritualität und sowas nicht zu schnell abtun. Also vieles, was ich im Buddhismus finde, reduziert von all dem Beiwerk, führt zu dem, was in der Neurowissenschaften heute quasi belegt wird. Egal. Also das ist ein viel weiteres Thema, als der Lehrer macht was vor und dann tut mir das schon gut. Also ihr müsst sehr schnell zur Selbstreflexion kommen. Also erstmal zur Körperwahrnehmung, das ist auch ein eigenes Thema. Viele haben da keinen guten Zugang zu. Guter Zugang ist ein tolles Stichwort, weil ich muss positive Körpererfahrungen haben, um dann immer weiter meinen Körper wahrnehmen zu wollen. Und das brauchen wir auf der Wiese. Also Körperwahrnehmung ist das zentrale Thema. Darum geht's. Und die wird auch immer besser. Und dann wird es eigentlich schon fast egal, was ich tue. Was haben wir? Feldenkrais, Yoga, Qigong, Tai Chi auf eine bestimmte Art, eben auf diese Qigong-Tai Chi-Art, so wie die meisten das denken, dass es das ist, so wie wir das auf der Wiese auch machen. Also alles, was dazu führt, dass ich meinen Körper in Ruhe bewege und dabei wahrnehme. Und dann lerne ich über meinen Körper. Und wenn ich besser meinen Körper wahrnehme, ihn sowieso mit Nahrung und Schlaf gut behandle, dann lerne ich früher, also ich kriege früher mit, wenn mit meinem Körper was nicht in Ordnung ist. Und das ist dann so früh, dass ich weiß, oh, ich nehme jetzt noch ein Vegetarier-Vitamin, oder so ein A bis Z-Vitamin-Ding und gehe früher schlafen. Und dann umgehe ich vielleicht eine wochenlange Grippe, die ich sonst gekriegt hätte. Weil ich sowieso im Stress bin, dann die Abwehrkräfte abnehmen im Stress, weil ich in diesem Angriffsmodus bin. Und das ist auch ein Thema, zurück zu dem Reparaturmodus zu kommen. Also wir sind meistens in diesem Angriffsmodus. Stress ist quasi die gesamte Zeit, ne, ich muss das machen, dieses machen, das muss ich noch erledigen und so weiter. Das ist alles Stress. Und im Freizeit mache ich, in der Freizeitbeschäftigung mache ich auch mehr Stress. Also ich spiele Spiele, die so sind, ich muss meinen Freizeit, ja, Freizeitstress heißt das. Also ich muss diesen Level immer aufrechterhalten. Und das ist im Grunde genommen der, den wir in Natur nur dann brauchen, wenn wir irgendwo wegrennen, angreifen und so weiter. Und danach sind wir aber die restlichen 23,5 Stunden im Reparaturmodus, in Easy, in Gelassenheit. So viel zu solchen theoretischen Themen. Ich sehe, ich habe schon fast 14 Minuten gequatscht. Diese Themen sind wichtig. Also ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung, ein Fitnesskonzept, das über dieses Herr Lehrer macht das oder Frau Lehrerin macht das vor und dann folge ich dem einfach. Ihr müsst zur Selbstreflexion kommen. Und da ist dieser, also erstens, die Körperwahrnehmung ist bei manchen halt eben nicht positiv belegt, aber auch diese Hörigkeit abbauen. Zu einem, ne, wirklich Rain-Prinzip ist auch auf der Seite, erzähle ich jetzt nicht. Diese drei Punkte, die da auf der zweiten Abschnittsseite sind, die sind wichtig. Weil die genau diesen, also auf kürzeste Art und Weise den Selbstreflexionsprozess beschreiben, wie er auch sinnvoll zu Ergebnissen führt. Ich weiß gar nicht, ob sich das jemand anguckt, 15 Minuten lang. Genug für heute, das sind alles Themen. Macht euch um eure eigene Gesundheit willen selber mal Gedanken darüber.